Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bastion. Ich hoffe, das Game ist nicht zu laut. Genau, wir haben ja noch diesen, nur mal diesen einen Story Quest. Wir haben da ja schon alles. Das Game ist ein bisschen laut. So, ein bisschen leiser gemacht. Da muss ich auch nicht so rumschreien. Also, genau, wir haben das Level hier noch offen. Wir haben uns da die Info auch schon angehört. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, machen wir zuerst mal das hier, weil wir hatten ja... He's a little gruff at times. Wir hatten ja dieses Bett freigeschaltet, diese Schlafmatratze. Und das wollte ich jetzt unbedingt mal machen. It's hard to sleep easy these days, what with everything that's happened. Ich glaube, das ist nämlich die nächste Arena, wenn ich mich nicht ganz irre. Zulf, very soon the kid's gonna have to face that man again, for the last time. Okay, das sind... Ah, okay, eh ne Arena, ich dachte schon. Das ist nicht so übertrieben, das muss weg. Genauso wie das alles hier. Oh nein, da habe ich solche Gegner. Das wird sehr schwierig. They met on the worst day of Zulf's life. There in the Hanging Gardens, he aimed to throw it all away. Oh ja, das wird ein schwieriges Boss-Ding. Halleluja, das wird sehr schwierig. Komm. Weil die Gegner hier sind. First time Zulf had nothing to lose. He was born to a simple Ur couple, who didn't last long before plague took him. Oh, das tut mir leid. Echt konzentrieren. He grew up hungry in the tunnels of the Tazzil terminals, so he took to stealing from a Ceylonian missionary living there. Oh ja, also eine sehr harte Kindheit, ich verstehe. Diese Dinger haben nicht so eine große Distanz. He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Instead, he offered to take him in. Oh, das ist aber nett vom Missionar. Alter! So viele, Mann. Alter, du kannst das nur blocken. Es geht gar nicht anders. Alter. Kommst an die gar nicht ran, Mann. That missionary raised Zulf like a gentleman, like he was his own son.
taught him theology, history, and mercy. Okay, das ist cool. Was sind das für Viecher? Die kenne ich ja gar nicht. Ah, das sind Babys. When the missionary passed away, Zulf promised to continue his work to bring about a lasting peace between the Ura and Ceylonia. Große Aufgabe, die er sich da aufgelegt hat. Started teaching the missionaries wisdom to any Ura who would listen. And listen they did. Die muss ich zuerst zerstören. Die Dinge sind ganz schlimm. Boah, wie viel diese Dinge auch aushalten. Alter, das ist eine schwierige Arena. He advocated tolerance and argued that the Ura should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. Das sind ja viele, die ich gar nicht kenne an Gegnern. However, Zul felt he could only do so much in the Tassel terminals. He needed Ceylonia to know the Ura had changed. Boah, wie schwierig das ist. He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. Boah, 10 noch. Alter, und dann auch noch diese dummen Schützen da immer. Bleib da drüben stehen, bitte. Boah, das ist ja ein absoluter Horror. Also die Arenen wären echt nicht lustig. But he knew how to fend for himself. And then at last. Zulf saw the rippling walls on the horizon. This is unfassbar. Sind sie sich selber oder? Alter, ich mach mit meiner Klinge kaum Damage. The endear
endeared himself to city folk straight away, and in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. Okay. Ich kassiere so viel. Da kriechen sich halt auch immer diese kleinen Viecher. Fascinated by the Ura, but she never met anyone like Zulf. She told him she knew all the city's best kept secrets. Gift. The Hanging Gardens was their favorite spot. It was there that Zulf clasped her hands and proposed in proper Ceylonian style. Ah, wie süß. Okay, zum Sport ist mir lieber, wenn seine Hitboxen so kacke werden. Celebrated with his friends long into the night. Joy and revelry like he'd never seen. Too bad he couldn't remember it all. Ah, zu viel getrunken, toll. Warum verliert er nix? Wie hält denn der aus, bitte? He woke up alone underground inside the Ura Ceylonian War Memorial, built like an Ura den. But something was wrong. Okay. Boah, ich hoffe, es wird nicht. Das Problem ist, es kommt halt immer auf die Gegnerarten an. Wenn die Gegnerarten nicht so schlimm sind, dann geht's. Aber die sind alle kacke. Die sind alle dreckig. Alle, die Bomben, alle. Da noch so viel von dem. Gut, ich muss zuerst die Kleinen töten. He emerged from that hole in the ground. To a waking nightmare. Everything that wasn't gone was twisted upside down. Okay, nur gegen Augen, das ist okay. Die Augen sind in Ordnung, finde ich. Ah, das hängt damit zusammen. Ah, nicht wo ich hinschaue, sondern wo mein Mauszeiger ist. Das ist ja interessant. Ja.
ich hoffe, ich hab die Arena bald. Das ist echt schlimm. Ja, ey, das ist so unangenehm. Ich habe keine Tränke mehr. Ich habe einfach keine Tränke mehr. The world was frozen, air thick with ash. What few faces he saw on the street stared back at him with gray and vacant eyes. Ich hab keine Heiltränke mehr. Das ist ein Problem. Ein riesiges Problem. He found his wife to be asleep inside her home, but when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. Das sind wie Bosse. Ja, schieß auf deinen eigenen. Wie viele das sind, geht's doch weg. Ein Problem, Mann. Was soll ich machen? Verletzen sich alle gegenseitig. Eieieiei, Scheiße. Das Problem ist, die sind halt auch immer überall. Ich muss schauen, dass ich die irgendwo... Warum schaut er da nach unten? Ich verstehe das nicht. Ich ziehe doch mit der Maus nach oben. Alter, ich ziehe doch eh dahin. So Zulf returned the way he proposed in the Hanging Gardens, and there he stood, as if the gods would answer him. Oh, geschafft. Halleluja. The kid's gonna be okay. As for that man, who knows? Seelenreisender. Ich habe ja vorhin noch mal die Achievements durchgelesen, ich habe jetzt aber nicht mehr im Kopf, wie das Achievement geheißen hat, also die Errungenschaft, wenn man alle wer weiß wo Dinger gemacht hat. Ich glaube, das war das. Ich glaube, das war Seelenreisender. Na gut, wir machen jetzt das letzte Level. Ich meine, das war schon schwer genug, das hier. Ich hoffe, der Boss wird nicht so schwierig. Das habe ich eh alles schon gelesen. Sobald du diesen Bereich betrittst, gibt es kein Zurück mehr. Bist du bereit? Ja. Oh mein Gott. Ich kann ihn nicht mehr hören. Er ist zu weit weg. Aber er wird alright. Und ich werde gleich attackieren, das geht ja schon mal richtig gut los. The calamity hit the Tazzle Terminals hardest of all.
Just needs to get that shard from Zulf and come on home. Come here. Ich hoffe, ich schaffe das Level. Ich meine, das war schon echt eine Herausforderung für mich, das hier. Also die Arena meine ich jetzt. Das Spiel spielt sich halt. Es schaut halt aus wie ein Hack'n'Slay, aber es ist halt so wahnsinnig clunky, weil du dich bei deinen Angriffen schon ein Charakter bewegt sich gerade mal einen Millimeter pro Angriff. Du kannst dich während den Angriffen nicht zur Seite bewegen oder sonst was. Es ist alles extra. Wenn du schießt, bewegst du dich gar nicht. Nur bei bestimmten Waffen und selbst da machst du nur so komische Schritte. Also es ist wahnsinnig. Also es ist wahnsinnig clunky. Und das macht das Spiel so schwierig, wenn es nicht so. Wenn das Spiel nicht so clunky wäre, wäre es viel, viel einfacher. Die aushalten. Ist ja Wahnsinn. Aber ihr wisst ja, was ich von klankigen Spielen halte. Bin ich jetzt nicht so der größte Freund. Ich mag klankige Spiele nicht. Ich will das flüssig haben. Zum Glück habe ich da ja meine Rüstung und alles. Jetzt, danke. Die Nerven halt übertrieben, es ist so. Boah. Also diese Ura, gegen die ich da kämpfe, die so ein bisschen ausschauen wie Indianer. Die sind echt mies. You know what's funny? All we can do is sit and talk. Können wir nur rumsitzen und reden? Nix mit reden. Jetzt.